45 Stück habe ich dabei. Ich glaube, das reicht nicht für alle. Wenn ihr wollt, geht einfach auf meine Internetseite menschwerz.com. Die sind alle unter dem Menüpunkt Poesie. Ihr dürft euch die kopieren, ausdrucken, verschenken, bitte, was auch immer ihr wollt. Und alles gut machen. Vielen Dank und schönen Tag für euch alle. Nicht ganz so liebevoll. Hinter meinem Rücken ist mehrfach aufgefordert worden, die Masken zu tragen. Der Aufforderung ist nicht nachkommen worden von den meisten Leuten. Und im Moment spricht die Polizei. Ich kenne aber den genauen Wortlaut nicht, vom Einsatz von Wasserwerfern. Wir haben dagegen natürlich schon eine Idee. Ich würde vorschlagen, dass die Leute hinter mir und solidarisch gesehen auch die Leute vor mir sich einfach hinsetzen, wenn die anfangen mit Wasserwerfer. Und dann schauen wir erstmal, dann sitzen wir halt erstmal. Es macht alles andere gar keinen Sinn. Die Kinder müssen in Sicherheit kommen. Wenn die ein Stück hier vor der Bühne sind, das müsste ausreichen. Aber wir lassen uns nicht beeindrucken. Es geht einfach weiter. Wir bleiben guten Mutes, denn Frieden wird immer besser. Danke. Die Tagesschau hat gerade eben bereits gemeldet, die Demo sei aufgelöst. Wir lösen uns nicht auf. Wir machen genau das Gegenteil davon. Wir stehen alle zusammen und wenn es soweit ist, wenn andere gewalttätig werden wollen, dann setzen wir uns friedlich hin und schauen, was passiert. Uns kann keiner wegtragen. Und wenn, wohin denn? Wohin sollten diese Leute alle gehen? Wir bleiben. Wir sind extra gekommen aus ganz Europa und noch sind nicht alle da. Was heute passiert, ist einzigartig und wir werden uns auch einzigartig friedlich damit auseinandersetzen. Danke, dass ihr alle da seid, dass ihr alle friedlich seid. Danke, dass ihr alle da seid, dass ihr gekommen seid, Hunderte, Tausende von Kilometern, um heute hier friedlich zu demonstrieren. Denn Frieden bringt Freiheit. Danke. Ich komm bald heim, Baby, das verspreche ich dir. Hallo Berlin! Schön, dass ihr da seid! Trotz der Grenzabstand stehen wir hier alle und halten zusammen! Ein Applaus für uns alle! Friedensstraße sind Wasserwerfer bereit und haben da die Leute eingekesselt, dass ihr das einmal versucht zu meiden oder versucht irgendwie die Leute da schon aufmerksam zu machen. Ich will mich einmal vorstellen, ich bin Claudio, ich bin Redner in Hamburg und ich dachte, ich möchte gerne euch hier an diesem Platz treffen, mit euch zusammen die Freiheit hoffentlich feiern
und sich nicht einschränken zu lassen. Und ja, ich bin einfach froh, dass ihr alle da seid. Eins muss ich euch sagen, liebe Leute. Es ist egal, wie das Gericht hier entscheidet. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dabei bleiben wir. Und Berlin, ich habe Gänsehaut, Berlin, weil ich hätte niemals gedacht, dass ich vor euch rede. Schickt mir alle Zeichen, macht eure Hand zum Herzen nach oben. Alle eure Hände nach oben. Ein Herz. Ein Herz. Und jetzt, bei drei singen wir alle. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dankeschön, liebe Leute. War schön, für euch zu reden. Ciao. Berlin, seid ihr müde? Schön, dass ihr da seid. Heute ist die Einschulung von meiner Nichte und ich in Wolfsburg und ich bin nicht hingegangen, weil ich hier heute stehe für alle Kinder in unserem Land. Ich muss eine Sache sagen. Immer wieder betone ich das, liebe Leute. Wir erwachsene Menschen, U18, können alle selbstständig denken. Aber warum vergreift der Staat sich an unseren wehrlosen Kindern? Es ist nicht akzeptabel für mich. Es ist nicht für mich akzeptabel, mit meinem Gewissen das zu vereinbaren, was für eine Show und Propaganda hier gerade abgezogen wird. Bayern feiert den Champions League-Triple, den Corona-Triple, aber Kinder werden mit Maske eingeschult. Das wird nicht toleriert. Ganz einfach. Und was ich ein bisschen vermisse, auch auf dieser Querdenken-Bewegung, ich feiere Querdenken, sie haben mir eine Plattform gegeben in Hamburg, es ist zu wenig Real Talk. Ich weiß, ihr kommt nicht hierher, um zu feiern. Keiner kommt hierher, um zu feiern. Wir werden alle gedemütigt, schikaniert, getäuscht, in die Irre geführt. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, liebe Leute. Deswegen stehen wir alle zusammen. Trotz Mindestabstand, den können Sie auch auf 1,20 Meter verkürzen. Sie werden die Pasta nicht mehr in die Tube bekommen. Deswegen nochmal danke, dass ihr alle gekommen seid. Liebe Brüder und Schwestern, für mich seid ihr nicht Bürger oder sonst was. Für mich seid ihr Brüder und Schwestern. So behandle ich euch auch. Ich habe gerade selber gezählt und ich muss sagen, ich bin nicht über 15.000 gekommen. Nein, Spaß. Also wirklich, dieser Tag heute wird was ganz Historisches sein. Für uns alle, für jeden einzelnen Bürger, der hier steht und für das Recht kämpft. Das wird ein ganz historischer Tag werden, auch noch. Und dann sollen Sie uns bitte mit Wasser werfen räumen. 3.000 Polizisten in der Stadt, weil ich zähle hier aus jetzt einer Mutmaßung bestimmt 300.000, 400.000 oder auch vielleicht mehr. Sie kriegen uns doch gar nicht eingedämmt. Wollen Sie uns alle verhaften? Wollen Sie uns in Dings stecken, in Einzelzelle? Was ist der Plan dahinter? Es ist nur Präsenz zeigen. Es ist als billige Ausrede wird hier gesagt, als einzige Auflage gilt hier der Sicherheitsabstand. Ich bitte euch, Leute, das wird nicht toleriert, dass man hier uns versucht noch auf so einer Veranstaltung zu verarschen. Erst versucht man uns zu verbieten. Und dann versucht man uns auch in die Irre zu führen. Aber ich sage dem deutschen Staat eins. Der deutsche Staat kann auf den Bürger rumtreten. Er kann ihn hassen, er kann ihn bluten lassen, indem er Mehrwertsteuer zahlt. Aber er kann eins nicht. Und deswegen brauche ich einmal ganz, ganz fetten Applaus. Er kann uns nicht verbieten. Ganz kurze Sache. Ich bin ja aus Hamburg gekommen, liebe Leute. Ich musste mich kaputt lachen. Wer ist diese Witzfigur Geisel oder wie er heißt? Er sagt, der deutsche Staat lässt sich nicht auf der Nase rumtanzen. Soll ich euch das einmal ganz kurz widerlegen? Soll ich es euch widerlegen, Leute? Pädophile Leute.
Drogen werden verkauft in den Parks. Drogen werden aus den Autos verkauft. Corona-Hilfe wird zu Unrecht beantragt. Das ganze Volk wird überflutet, auch von außerhalb. Jeder beantragt hier Kindergeld, Hartz IV oder sonst was. Und dann will mir ein Herr wie dieser Geisel sagen, der Staat lässt sich nicht auf der Nase rumtanzen. Gegen uns normale Bürger, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das muss ich ehrlich sagen. Also ich bin ehrlich schockiert über diese Worte des Innensenators, aber ich bin der Meinung, dass das Wellen schlagen wird, der wird seinen Posten nicht lange halten. Weil ich sage immer eins, und dafür brauche ich auch ganz fetten Applaus. Die Lüge gewinnt den Sprint, doch die Wahrheit gewinnt den Marathon. Heute, auf den 17. Juni oder Juli? Juli, Juli. Juni ist keiner, der Präsenz gezeigt hat, ein Verlierer. Wir sind alles Gewinner und deswegen müssen wir uns alle gegenseitig pushen und wir brauchen Applaus voneinander. Füreinander, voneinander, miteinander. Und ich muss sagen, es geht hier nicht darum, welche Haarfarbe oder Hautfarbe hier irgendjemand hat. Es geht hier nicht um Black Lives Matter oder um irgendwas. Wir sitzen alle in einem Boot und das muss endlich verstanden werden, dass sie uns nicht mehr spalten können. Sie können uns nicht spalten! Ich sag eins, wir sind alle selbstdenkende Menschen. Wir haben jetzt viel gehört mit Impfpflicht, und Impfpass und dies und das. Ich sag so, am Ende des Tages, sage ich euch, um euch mal ein bisschen zu beruhigen, Leute. Wir sind alles erwachsene, selbstständige Menschen. Mal ganz ehrlich, wer lässt das mit sich machen? Das lässt doch keiner mit sich machen, mal ganz ehrlich. Sie können doch die Unwahrheiten verbreiten. Das ist doch das Gleiche, wie wenn die Bild-Zeitung schreibt, 20.000 Besucher wären hier. Genauso ist es gleich, wenn sie sagen, sie möchten gerne 7 Millionen Menschen impfen. Das werden sie nicht hinbekommen. Ganz einfach. Das müssen alle verstehen von euch, dass der Staat nicht machen kann, was er will mit den Bürgern. Er kann sie vielleicht erpressen und täuschen, aber er kann ihnen nicht die Würde nehmen. Und deswegen Artikel 1, darauf berufe ich mich. Und darauf werde ich mich am Ende meines Lebens berufen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und deswegen einfach Applaus! Okay, ich muss mich leider von euch verabschieden. Es war schön für euch zu reden. Es war schön euch zu sehen, so schöne strahlende Gesichter. Mein Gruß geht nochmal an alle kleinen Kinder, die auch mit hierher gekommen sind, die sich das antun. Aber ihr tut euch die Wahrheit an, liebe Kinder. Und das wird in der Geschichte eingehen, diese Corona-Lüge, diese Corona-Täuschung. Und deswegen, Dankeschön Berlin, Dankeschön für euer Ohr. Thank you.
Euch hier brauche ich nicht zu überzeugen. Ihr wisst schon viel von dem, was läuft. Ich möchte euch aber Argumente für Diskussionen mitgeben. Die gegenwärtige Corona- und Wirtschaftsmisere ist vergleichbar mit einem Unglück, das nur wegen einer Serie von menschlichen Versagen Realität werden konnte, das von mehreren Seiten hätte verhindert werden können. Welche sind diese Kettenglieder, die total versagt haben, wovon jedes einzelne das fatale Unglück hätte verhindern können? Erstens, die Sensationspresse. Zweitens, die Politiker. Drittens, die Virologen, Experten, in Anführungszeichen, die die Regierung so weit gebracht haben. Viertens, die Ärzteschaft allgemein. Was ist? Lauter. Ja. Fünftens, die Justiz. Exekutive. Also, ich wiederhole nochmal. Die Kettenglieder, die total versagt haben, wovon jedes einzelne das fatale Unglück hätte verhindern können. Erstens, die Sensationspresse. Zweitens die Politiker. Drittens die Virologen der Politik, die sogenannten Experten. Viertens die Ärzteschaft allgemein. Fünftens die Justiz und Exekutive. Sechstens das Bildungsministerium, die Lehrer und Pädagogen. Siebtens, ich scheue mich vor keinem Wort, die dumme mitlaufende Masse. Die müssen wir überzeugen, mehr und mehr. Wir können bei dieser Masse, mitlaufenden Masse, auch weit über 50% der Bevölkerung am Ende überzeugen, wenn wir aktiv werden, noch aktiver. Jetzt komme ich zu den Punkten ganz allgemein. Die Sensationspresse. Ist sie gekauft? Ja, das ist der Beleg. Ihr kennt sicher alle schon die Geldflüsse durch Bill Gates und Konsorten an die Medien. Wer die Massenmedien in der Hand hat, der hat die Macht im Staat. Nachdem Gates die Welt mit Microsoft erobert hat, sucht er neue Ziele, nämlich die Gestaltung der Welt durch seine Version von Gesundheit und Kontrolle über die Weltbevölkerung. Wir haben hier eine unheilvolle Allianz von Gates, Soros, Rockefeller und den Rothschilds. Durch gezielte Geldflüsse mit Auflagen an die Presse und an die WHO haben sie die Medienhoheit, die Macht über die Masse weltweit gekauft. Die letzten 10 Jahre wurden Schritt für Schritt konforme Führungskräfte bei den Medien weltweit eingesetzt. Die Politiker. Mehrheitlich haben Politiker ganz wenig praktische Lebenserfahrung, haben sich sozusagen nach oben geschwätzt. Den meisten Politikern geht es nicht um das Wohl der Bevölkerung, das beweist die Krise jetzt. Eine Merkel oder ein Söder denken nur daran, wie muss ich die Medien lenken, was muss ich sagen, damit ich mehr und mehr dumme Masse als Wähler gewinne. Wir beobachten hier einen gezielten Machtausbau, insbesondere in Bayern durch Söder, der die gedankenlos mitlaufende Masse benutzt, um höhere Umfrageergebnisse zu erreichen. Die verängstigte, schwache, dumme Masse will eine strenge Hand, frisst zu einem skrupellosen Politiker aus der Hand. Immer wieder wird uns Widerständlern die Frage gestellt, aber was sollten die Politiker davon haben? Gut, erstens mehr Macht, mehr Wählerstimmen. Sind sie gekauft? Die ganz oben? Ja, in Deutschland vielleicht indirekt, in anderen Ländern wie Italien und Spanien mit Sicherheit direkt. Ich kenne Spanien sehr gut, meine zweite Heimat. Die Politiker an den Schaltstellen dort haben traditionell Mechanismen entwickelt von allen Geldflüssen.
Zurzeit sind das die Corona-Hilfen, einen saftigen Anteil für sich abzuzwacken. Merkel fühlt sich natürlich wichtig und gebraucht, Pinsel mit Gates in freundschaftlichen Kontakt zu stehen. Und es winken nach der Amtszeit äußerst lukrative Köstchen in der Pharmaindustrie und bei Gates nahen Firmen für kollaborierende Politiker. Und die unten weiter unten stehen bei den Politikern, die müssen sie nach oben schwätzen, müssen genau das sagen, was oben vorgegeben wird, sonst haben sie keine Chance. Und da oben winken dann Köstchen karriere-exklusive Kreise. Um dann so eine weltweites Mitmachen umzusetzen. Da reicht die Weitergabe von unwissenschaftlichen Studien und Berichte, die Übermittlung von manipulierten Daten für alle Länder, zum Beispiel vom Gates finanzierten Milliardär Jack Dengermond mit seiner weltweit vertretenen Informationsfirma ESRI, und alle laufen mit. Weil es ja von der Seite kommt, wo Geld und Köstchen winken. Hoch ist hier anzurechnen, dass Lukaschenko das Geld abgelehnt hat. Natürlich sollte er demnächst die Macht in die Hand des Volkes legen. Natürlich. Aber in Sachen Corona hat er sich richtig verhalten. Wir müssen annehmen, dass praktisch die ganze Welt vom Großkapital gekauft wurde. Mit dem Ziel, die Welt endgültig in die Hände der Superreichen zu spülen. Wovon dann die Politiker noch mehr absahnen können. Von den vielen kleinen und mittelständischen Betrieben werden Politiker keine Geschenke bekommen. Also weg damit, alles in die Hand der Supergiganten, die dann sponsern, die Politiker sponsern können. Auch kreisen seit langem Modelle einer neuen Weltordnung in den Köpfen der Finanzelite und der Politiker. Ganz konkret schon seit 2010 eine Marschroute von George Soros, seit 2012 auch eine Pandemiesimulation mit dem hypothetischen Coronavirus, genannt Modisar. Welch ein Zufall. Die hohen Politiker kennen alle diese Simulation, sehen diese Modelle als die Zukunft, die sowieso Geld bringt und ihnen noch mehr macht. Offensichtlich im Februar 2020 ging ein Ruck durch die weltweit beeinflussten Politiker. Jetzt nehmen wir Corona als Anlass, die uns schon bekannten Studien, Simulationen zur Änderung der Weltordnung jetzt umzusetzen. Und die Mächtigsten der Wirtschafts- und Finanzwelt sahen die Chance, die kleinen und mittleren Unternehmen zu vernichten und praktisch den gesamten Weltmarkt online zu bedienen. Bill Gates, George Soros, Jeff Bezos von Amazon, Microsoft, Apple, Rockefeller, die Rothschilds und andere haben ihren schon unfassbar hohen Reichtum durch diese Krise noch gewaltig gesteigert. Wenn Corona wirklich die Pest gewesen wäre, würden wir alle mitmachen mit den Maßnahmen. Und dann hätten verantwortungsvolle Politiker die Bevölkerung beruhigen müssen, anstatt sie in Panik zu versetzen. Die Kranken isolieren, nicht die Gesunden einsperren. Drittens, die Virologen, Experten. Die Amigo-Affäre der deutschen Regierung, Lauterbach, Drosten, Gerhard Zwieler und so weiter. Eine wirklich lächerliche Auswahl. Warum sitzt Drosten eigentlich nicht im Gefängnis wegen seiner Machenschaften bei der Vogel- und Schweinegrippe? Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, ein Unsympath, der in seinen Gedankengebäuden gefangen ist und nur noch Recht gehabt haben will. Er hat einen hohen Anteil an dem Corona-Verbrechen, indem er die Regierung auf diesen verhängnisvollen Kurs gebracht hat. Jetzt schwenkt er plötzlich um, sagt, Corona wäre als Vorwand benutzt worden, das Weltwirtschaftssystem umzustrukturieren. Dabei war er es selbst, der maßgeblich daran beteiligt war, dies zu ermöglichen. Welche Heuchelei! Die Justiz, die Exekutive, gleiche Situation.
Schon längst müsste eine Horde von Staatsanwälten gegen die Vorgänge ermitteln und gegenüber ihren Vorgesetzten die Einleitung von Ermittlungen verlangen. Die Justiz ist bisher bei jedem Regime mitgelaufen. Auch das Bundesverfassungsgericht läuft meistens mit. Sie ist mit seinem Präsidenten Merkel-konform besetzt. Auch die Landratsämter, alle könnten sich weigern. Machen sie nicht. Fünftens die Ärzteschaft. Ärzte sind keine heiligen Kühe. Italien, jedes Jahr gibt es Zeltlager. Im Herbst 2019 hat man in Oberitalien alle Personen über 60 kostenlos gegen Grippe geimpft, was sowieso viel mehr schadet als nützt. Was diese Menschen viel anfälliger macht gegen ein anderartiges Virus. Grippeimpfungen erzeugen sogar genau Influenza-Erkrankungen. Man hat den Kranken glauben gemacht, sie hätten die Pest bekommen. Sogar der Bürgermeister von Mailand hat Corona mit der Pest verglichen. Die Kranken mussten viele Stunden bis zu Tagen in der Kälte auf Einlass warten. Dann die fatalen Fehlbehandlungen. Da stirbt fast jeder. In Wirklichkeit, das italienische Gesundheitsministerium hat obduziert und herausgefunden, dass nur 4% an Corona gestorben sind. Wahrscheinlich wäre es korrekter, von 0 bis 1% zu sprechen. In Spanien ähnliche Zustände, Fehlbehandlung mit Chloroquin, Hydroxychloroquin, Antibiotika, Fieberschränkung, Besuchsverbot. USA auch, Hydroxychloroquin, Antibiotika, Fieberschränkung, Besuchsverbot. $10.000 mehr Geld für Krankenhäuser, wenn Corona auf dem Totenschein steht. Ähnlich wie uns in Deutschland. 5.000 Euro Beerdigungszuschuss bei Todesursache Corona. Und alle, die mal falsch oder richtig positiv getestet wurden und später an irgendetwas sterben, Verkehrsunfall, egal, Herzinfarkt, zählen als Corona-Tote. So kommt man auf die 9.000 oder noch was. Die Welt hat verlernt, mit einer Grippe umzugehen. Man braucht keine Medikamente, nur ein warmes Bett, Ruhe, viel, viel Schlaf, Vitamin C in natürlicher Form, eine vertraute Umgebung, Wechsel der verschwitzten Bettwäsche und Kleidung, viel Trinken und ein gesundes Essen. Genau das haben alle die Gestorbenen in den Massenunterkünften nicht bekommen. Oh, 95% der Ärzte laufen leider bei jedem Regime mit. Wie gut, dass es da die Ärzte für Aufklärung gibt, mit ihren 700 schon mobilisierten Ärzten. Oh, die Dunkelziffer, die sie nicht trauen, sind doch viel, viel, viel mehr. Auch hier, genauso wie bei der Masse. Wir bringen eine Bewegung ins Rollen und wir können mehr als 50% und irgendwann fast 100% überzeugen. Wir sind dabei, wir müssen weitermachen auf diesem Weg. Das Bildungswesen, das Bildungsministerium, sechstens, die Lehrer, Pädagogen, absolut erschreckend, wie das Bildungswesen sich für die Ziele der Finanzelite einspannen lässt. Sie sollten Pädagogen sein. Pais Paidis heißt Kind, altgriechisch. Und Gogain heißt Führen, Erziehen. Sie sollten die Kinder zu selbstständigen Menschen erziehen. Stattdessen setzen sie den Kindern total nutzlos und grundlos Masken auf. Erziehen sie zu Untertanen der neuen Weltordnung. Schande über das, über die Kultusministerien und über die Lehrer. Auch bei Adolf Hitler wart ihr bereitwillig dabei. Und jetzt zeigt ihr, dass ihr nichts dazugelernt habt. Siebtens, die dumme Masse. Ja, das sind nicht alles, das sind zum großen Teil sympathische Menschen. Aber es sind nur 5% circa der Menschen, die von sich aus, ohne Anstoß von außen, solche Fehlentwicklungen erkennen. Und davon leider auch wieder von den 5% weniger als 1%, die es vor allem in der Anfangszeit wagen, Gesicht zu zeigen, vor die Leute zu treten, die vor der Schifffahrt. Ich habe schon
Schon am 9. März habe ich Rundmails verschickt an meine Kundenkarteien. Viel Kritik eingefangen. Am 9. März schon. Ist mir egal. Ich habe viel verloren. Lieber würde ich vom Würstchenverkauf am Straßenrand leben, als bei solchen Fehlentwicklungen nicht meine Meinung sagen zu können. Ihr Demonstranten hier habt alle offensichtlich ein hohes Maß an Lebensweisheit. Ihr durchschaut diese Machenschaften. Ihr seid die eigentlich Intelligenten. Es gibt Professoren, Ärzte, die können immensen Stoff lernen, aber sie haben keine Lebensweisheit. Dieser Bereich der Intelligenz fehlt ihnen total. Sie laufen mit. Dann, ja, die Polizei, leider diese ungleiche Handlung mit zweierlei Maß, wenn man schaut, Black Lives Matter und was sie mit uns machen. Das kommt hier bei. Ja. Der einzige Weg, mit Covid-19 oder anderen Viren fertig zu werden, ist die Immunisierung der Bevölkerung, am besten in der warmen Jahreszeit. Das ist so ein zentraler Punkt, bin gleich fertig, dass ich ihn wiederhole. Der einzige Weg, mit Covid-19 oder anderen Viren fertig zu werden, ist die Immunisierung der Bevölkerung. Am besten in der warmen Jahreszeit. Neue Fälle, wenn es wirklich neue Fälle sind und keine falsch positiv. Gute Nachricht. Damit kommen wir der Immunisierung der Bevölkerung näher. Wenn das jetzt im Sommer ist, gute Nachricht, keine schlechten. In Schweden in den Monaten Mai und Juni hatten nur 0,2% der Corona-Infizierten schwere Symptome. Nur 0,2%. Wir haben jetzt eine, ja genau, was wir immer hören von Spahn, messen mehr und mehr Messungen. Und ich habe dann ausgerechnet, die Zahl der sogenannten Positiven, fast alle fast positiv getestet durch die Anzahl der Tests und komme auf 1,18%. Der PCR-Test hat eine Fehlerquote zwischen 1% und 1,4%. Also wir liegen genau im Bereich der Fehlerquote des PCR-Tests. Wir haben kein Covid-19 mehr. Das Regime will das, aber alle erkennen, es geht im Regime nicht um die Gesundheit des Volkes. Es will die Zwangsimpfung durchsetzen, braucht dafür einen Vorwand und braucht die Angst der Bevölkerung. In den letzten 3 Jahren sind weit mehr Geimpfte, Grippegeimpfte erkrankt und auch schwerer erkrankt als die Nicht-Geimpften. Die geplante neuartige mRNA-Impfung ändert die Gene der Geimpften. Diese Genmanipulation ist irreversibel. Das heißt auch, die Gene der Nachkommen bleiben für immer manipuliert. Diese Impfung wird unsägliches Leid über die Menschheit bringen. Viele von euch kennen das Video mit Bill und Melinda Gates, in dem er klipp und klar sagt, der nächste Virus wird wirklich Aufmerksamkeit erregen. Dann sieht man, wie die beiden teuflisch freudig grinsen. Weiter sagt er, aber ihr habt keine Wahl. Die Leute tun so, als hätten sie eine Wahl. An die ganze Welt. Normalität kommt erst zurück, wenn wir die gesamte Weltbevölkerung geimpft haben. 7 Milliarden. Ja. Ich sehe da das klare Drohung und Ankündigung eines gezüchteten, echten Killer-Virus, auf den sich die beiden schon satanisch grinsend freuen. Ich befürchte, dass es das Ziel der beiden und anderen ist, einen gezüchteten Killer-Virus in die Welt zu setzen, der das menschliche Immunsystem nicht entgegenzusetzen hat. Dann ohne eine spezielle Impfung gegen diesen Killer-Virus soll niemand mehr leben dürfen. Gates spielt sich als Herr auf über Leben und Tod. Und unser Regime lässt sich dafür einsetzen. Ich bete die Aussagen von Gates nach.
Meine, wir werden erst zur Normalität zurückkehren, wenn wir einen Impfstoff haben. Ein geplantes Gebrechen gegen die Menschheit neuen Ausmaßes. Grippeimpfungen helfen nichts. Gegen Corona jetzt zu impfen ist der größte Schwachsinn, den es gibt auf der Welt. Was können wir tun? Noch entschlossener handeln. Von allen Leuten, jedem Geschäft, allen Bekannten, auch wenn sie den Kopf schütteln, das spielt keine Rolle. Das sind keine guten Freunde. Die braucht ihr nicht. Aber vom Kopf schütteln, wenn sie eines Tages bald umdrehen, auf nachdenken und dann gleich verstehen. Jeder muss über den heiligen Hass hinauswachsen. Wir müssen diese jetzt stützen. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, werden sie den Sack zumachen. So wie die Zukunft und die Welt zu starten. Bei der nächsten Bundestagswahl, wir brauchen das Jahrzeit, das Ziel, die Regierungsparteien unter 5% nicht vertreten im Bundestag. Ich plädiere für Bodo Schiffmann. Schaut euch an, was die AfD dazu sagt. Das ist unsere Meinung. Ich hoffe, das kommt andere. Ja, das ist von jedem machen wir hier. Ich bin für keine Partei. Das ist natürlich nicht. Ja. Unterstützt die außerparlamentarischen Corona-Ausschüsse AKU und den von Dr. Rainer Füllmich. Super, dass Sie das machen. Wir fordern auch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Der Druck der Bevölkerung muss so groß werden auf den Bundestag, dass die Opposition sich zusammenrauft und ein Viertel Stimmen gewinnt, um zu einem Untersuchungsausschuss verlangen zu können. Zeigt Zivilcourage beim Wahltag. Ich war die letzten sechs Wochen 20 Mal an einem Flughafen. Alle 20 Mal war ich der Einzige ohne Maske. Mit der Testjahr musste es bestimmt 100 Mal herzeigen. Und 10 Mal habe ich Diskussionen gehabt mit Polizei, mit Ordnungspersonal. Ich habe die zusammengestellt, habe das Recht gezeigt, habe gesagt, nicht, ihr könnt nicht euer eigenes Recht machen. Das hier, was ich euch zeige, das ist das Recht. Sie sind alle immer eingeknickt. Sprecht mit eurer Umgebung aus 5%, was jetzt auf aktiv wird. Und wir sind schon bei ca. 20%, die denken wie wir. Es können 50% und viel mehr werden. Wir sind heute hier, ich nehme an Millionen, wenn man alles zusammenzählt. Wenn wir es schaffen, in Deutschland das Kartenhaus dieses Regimes einzustürzen, fallen die anderen Kartenhäuser als Kettenreaktion auf der ganzen Welt zusammen. Wir können das. Sprecht permanent darüber. Informiert eure Umgebung. Tut was für eure Zukunft und für die eurer Kinder. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Berlin, könnt ihr mich hören? Ja! Haribo! Haribo! Lasst mich euch vorstellen! Let me introduce to you Mahatma Sri Prem Prayojan Prabhu! Von den Vereinten Nationen, der Ambassador of Peace, der Botschafter von Frieden, from the United Nations, he is the Ambassador of Peace. Hallo? Make some noise. Haribo. He's from the BRICS International Forum, the Vice President of Interreligious Dialogue. Er ist von der BRICS Internationalen Forum, der Vorsitzende Präsident für den interreligiösen Dialog. Macht ein
ein wenig Geräusche für ihn. Bring bei uns das für euch hier. He received the title Mahatma Gandhi Award from India. Er ist der Empfänger des Mahatma Gandhi Titels aus Indien. Begrüßt mit mir den Direktor der Chaitanya Academy, der Universität für Bewusstsein. Begrüßt alle mit mir den Vorsitzenden der Vaishnava Association, von der internationalen Gruppe aller Vaishnavas auf der ganzen Welt. Let me introduce to you from the World Vaishnava Association, the International Advisor, Sri Prem Priyotam Prabhu. My dear brothers and sisters, we have come here today to demonstrate our commitment to truth, to beauty and to goodness. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir sind heute hier, um zu zeigen, dass wir für Wahrheit sind, für Wahrheit und Tugend. The neoliberal, secular, atheistic ideology of globalism is not predicated on truth, but it is predicated on untruth, on lies. Die säkulären Globalisten, Atheisten, deren Philosophie ist basiert auf Lügen. Alles, was sie sagen, sind Lügen und Unwahrheiten. There is the economic lies of the corporation. Die Wirtschaftslügen der Konzerne. That promise ever increasing profit. It is impossible. Sie haben uns versprochen, dass der Profit immer weiter wächst, aber das ist nicht möglich. There is the biological lie of the endless malleability of man. Da ist die biologische Lüge, dass der Mensch verformbar ist, wieder und wieder, aber das ist nicht wahr. And the sociological lie that equality of opportunity will lead to equality of outcomes. Die soziologische Lüge, dass wenn alle gleiche Chancen haben und alle die gleichen Auswirkungen, das gleiche Geld bekommen, das ist eine Lüge. All these propositions directly oppose nature. But the globalist ideology wants to deny all people of their rights for freedom, sovereignty and self-determination. Aber die Globalisten wollen uns das wegnehmen. Sie wollen uns wegnehmen, die Freiheit. Sie wollen uns die Souveränität wegnehmen und die Selbstbestimmtheit. So the globalist ideology is against nature and against the Supreme Lord himself, Sri Krishna. Deswegen sind die Globalisten gegen die Natur und gegen die Natur Gottes, dem höchsten Herrn, Sri Krishna, im Himmel. You know that the lying media and the fake news, they will attempt to portray all the good people here today as far right. Die Medien werden uns darstellen, als wären wir weit, weit rechts und werden uns als böse hinstellen. But we are not far right. We are just right. Aber wir sind nicht weit rechts. Wir haben Recht!
hatred, but out of a love for all people. Wir haben keinen Hass gegen die Globalisten. Wir haben Liebe für alle Menschen. Because all people have the right to freedom, sovereignty and self-determination. Denn alle Menschen haben das Recht auf Souveränität, auf Freiheit und auf Selbstbestimmtheit. The struggle between the people and the globalist elite is not a political struggle. This is a spiritual struggle. Dieser Kampf, den wir führen, ist kein politischer Kampf. Es ist ein spiritueller Kampf. It is a struggle, an epic battle between good and evil. Es ist ein epischer Krieg zwischen gut und schlecht. An epic battle between God and Satan, between Krishna and illusion. Es ist ein epischer Krieg zwischen dem Guten und dem Schlechten, zwischen Gott und dem Teufel, zwischen Krishna, dem Bewusstsein zu Krishna und der Illusion, ihn nicht zu kennen. But we ourselves also have to take some responsibility. Aber wir selbst müssen auch Verantwortung übernehmen. The calamity that is falling upon us now is because over the last 50 years or more, our society has become more and more materialistic. Die Katastrophe, die uns nun schlägt und nun straft, kommt deswegen, weil wir unsere Gesellschaft immer mehr materialistisch geworden ist. Society, the people, by and large, are losing their connection with the spirit, losing their connection with the Supreme Lord. Die Leute, unsere Gesellschaft, verliert ihre Verbindung zum Heiligen Geist, zu Gott selbst. But the materialistic consciousness can be washed away, and the spiritual consciousness can easily be awakened by articulating, by vibrating the holy names of God. Aber das materielle Bewusstsein kann ganz einfach in Fort gewaschen werden durch das Singen der heiligen Namen. Everyone loves to sing. Do you love to sing? Mögt ihr zu singen? Everyone loves to dance. Do you love to dance? Jeder liebt zu tanzen. Liebt ihr zu tanzen? Then join us today, singing and dancing in the glorification of God. Dann kommt mit uns. Wir werden heute den heiligen Namen singen. Schließt euch an uns an. By this, all the bad karma of globalism will be washed away. Dadurch wird all das schlechte Karma des Globalismus von uns weggewaschen werden. And love will rise in one's heart for Supreme Lord Sri Krishna. And love for every man, woman, child and animal on the whole planet. Für jedes Wesen werden wir Liebe entwickeln. Die globalistische Karma wird von uns weggewaschen werden. Und wir werden Liebe entwickeln für jedes Wesen, für Tiere, für Menschen, für Kinder, für Erwachsene, für Männer und Frauen, für alle. Do you love the animals? Liebt ihr die Tiere? They're also our brothers and sisters. Sie haben auch Brüder und Schwestern wie wir. All of you. Fold your hands like this. Namaskar. And from the core of your heart, call out, Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna, Krishna! Hare, Hare! Hare Rama! Hare Rama! Hare Rama! Rama, Rama! Rama, Rama! Hare, Hare! Hare, Hare! If you have another religion, no problem. You sing the name of God in your religion. Wenn ihr eine andere Religion habt, dann singt den Namen Gottes auf eure Religion, in eurer Sprache. There is only one religion, that is love. Es gibt nur eine Religion und das ist Liebe. Thank you for your kindness and your patience. Please join us, we'll be singing and dancing throughout the crowd today. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eure Geduld. Bitte kommt mit uns und singt die heiligen Namen mit uns. Schließt euch uns an. Namaskar. Vielen Dank. Ihr habt Pre Prayodan. Mahatma Pre Prayodan gehört. Vielen Dank. Hare Krishna.
Hier wurde eine Brille abgegeben. Sie ist braun, rund und hat zwei Gläser. Vermisst ihr jemand? Sie ist jedenfalls hier, wenn jemand sucht und so. Hallo ihr Lieben, das hier neben mir ist der Stefan, das ist unser DJ. Wir sind von Querdenken Günzburg, ich wollte uns mal vorstellen. Und zwar, wenn das hier nicht jetzt wirklich damit die Maßnahmen beendet sind, dann haben wir ab dem 18.10. eine Großdemo in Günzburg. Wahrscheinlich auch wieder mit diesem LKW hier. Also ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, uns in Günzburg in Bayern, das ist zwischen Augsburg und Ulm. Da könnt ihr uns besuchen kommen. Also kommt alle, Günzburg muss richtig voll werden. Seid dabei, wir machen wieder Party dort. Und der Stefan alias Ricky Cheesy ist auch am Start. Und wir bitten euch, bleibt in eurem Herzen, bleibt im Frieden, lasst euch nicht irre machen. Danke, dass ihr alle da seid. Thank you everybody for coming to Berlin. Please stay in your heart and stay in peace, whatever happens. Thank you. Hallo Berlin! Seid ihr alle noch gut drauf? Ihr müsst immer ganz gut zuhören. Es ist ganz wichtig, dass ihr nicht alle zur Hauptbühne vordrängt. Verteilt euch hier überall. Es geht nicht darum, dass ihr jedes Mal irgendjemanden live seht. Eigentlich seid ihr als Einzelne hier wichtig. Jeder Einzelne von euch zählt. Nicht irgendjemand, der da oben steht. Ob ich jetzt hier oben stehe oder ob da hinten irgendwie noch jemand Prominentes oben steht. Ihr, jeder Einzelne von euch ist wichtig. Und dass ihr im Herzen gut seid, das ist wichtig. Und bitte verteilt euch, sonst wird die Hauptkundgebung auch geblockiert und habt die Polizei, macht das alles dicht, weil ihr zu eng aneinander steht. Wir müssen gucken, dass wir Abstände einhalten. Und ja, ich möchte einfach noch ein bisschen was dazu sagen, dass ihr einfach ein bisschen mehr auf euch selber schaut und euch einmal selber, so wie ihr da seid, wert fühlt und nicht euch an irgendjemanden identifiziert, irgendwie, ob das jetzt Bodenschiff meine ist oder irgendjemand. Ihr seid selber auch gut genug, ihr braucht eigentlich losgehen wie das tapfere Schneiderlein zum Beispiel. Ihr habt einmal mit der Fliegenklatsche sieben Fliegen totgeschlagen und dann ist als Held durch die Welt gelaufen. Das hat funktioniert und das kann jeder von euch. Ja, ihr müsst euch das vorstellen, wie diese Aussage von Dalai Lama. Der Dalai Lama sagt, wenn ihr denkt, ihr seid klein und ihr könnt nichts ausrichten, dann versucht mal eine Nacht mit eurem Moskito zu verbringen. Okay? Stellt euch vor, ihr seid ein Moskito in der Schlafkammer mit der Frau Merkel. Okay? Alles klar? Also, dann machen wir weiter Stimmung und tanzen. Auf geht's. Danke euch. Ciao, ciao. Ich bitte euch, dass ihr ein bisschen schaut, dass ihr einfach hier an der Seite und euch ein bisschen Mike und Wollmigo beteiligt. Sonst können die eben da vorne nicht anfangen. Also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich wieder wegen Abstand oder sowas nicht anfangen wird. Auf alle Fälle da vorne stehen die Leute und beteiligt euch bitte. Ein bisschen.